uns. Recorder läuft. Ja gut, dann hallo zusammen. Ich bin jetzt hier gerade zu Hause in meinem Home-Studio und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit, was ich sonst noch so für Arbeit auf dem Tisch habe. Also jetzt neben dem Unterrichten. Also zum einen arbeite ich hier gerade an einem neuen Projekt. Es ist sozusagen, ja gut, man könnte sagen, dass es eine Coverversion ist von der Chopin C-Moll Etüde. Die habe ich jetzt hier erstmal komplett abgeschrieben. Kann man ja mal durchgehen. Allein das hat schon mehrere Stunden gedauert. Genau, also einmal komplett vom Original abgetippt. Dann die Harmonik analysiert. Und was jetzt praktisch der Plan ist, ist, dass ich jetzt dazu dann noch einen Bass komponiere und ein Schlagzeug. Und wenn das dann fertig ist, dann spiele ich den Klavierpart live drüber. Ich hoffe, dass jetzt heute der Ton besser ist. Das letzte Mal war einfach das Problem, dass der Rekorder voll war. Also ich nehme das Ganze ja mit einem Zoom H6 Rekorder auf. Und ich habe leider die SD-Karte nicht überprüft. Aber es sollte jetzt heute passen. Also diese Chopin-Tüte kennt ja vielleicht der ein oder andere. Ich habe die ja auch letztes Mal in meinem Übervideo mit drin gehabt. Also das ist die hier. Und so weiter. Also gut, gehen wir es an. Okay, Tastatur. Die 7 über H. Ich nehme da einfach einen 5-Seiter. Der kann das Kontra-H spielen. So, auflösen. Okay, und dann vielleicht hier das C markieren. Den C-Moll-Akkord. Ein großes C. Vielleicht nur kurz. Also ich habe jetzt sogar noch ein Lavalier-Mikrofon bestellt. Und dann wird der Ton ja nochmal geiler. Ja, er muss immer versuchen, sich im Kopf vorzustellen, wie das Ganze klingen soll. Sonst probiert man da einfach zu viel rum. Vielleicht doch. Doch, 16. Oder von der Boss doch 16. Also eigentlich schreibe ich ja Stücke lieber immer komplett selber. Aber ich dachte, es wäre einfach mal lustig, ein bisschen was Verrücktes mit so klassischen Stücken anzustellen. Weil man die jetzt im Original halt doch schon einfach sehr oft gehört hat. Jetzt ist die. Jetzt könnte man das Ganze ja eigentlich einfach kopieren. Kickdown zweimal zu zwei Crashbacken. Jetzt, wenn man in Sibelius dann den Crashback-Sound haben will, muss man da oben den Notenkopf ändern. Also beide markieren. Typ. Ja, immerhin so fast 4 Takte sind ja jetzt fertig. Ich schreibe es noch ein bisschen weiter, aber das dann ohne Kamera. Ciao.